Herzlich willkommen zurück zu Star Stable, meine Lieben. Ah, na und seid ihr auch gut durch eure Osterfeiertage gekommen? Also bei mir hat ja alles ganz wunderbar geklappt. Voll viel Osterei und so. Und Schoki. Oh, ich bin so übermüdet. Kennt ihr das, wenn man so übermüdet ist und dann einfach total... Oh. Und man ist so voll... Boah. Naja, egal. Ich bin ja bei Konrad Madsen und schau mir mal einen neuen geilen Hufe ab. Hallo Konrad. Jetzt hörst du mal zu, Mandy. Ja, hat's dir gestern Spaß gemacht? Heute werden wir es gleich machen. Nur in einer anderen Reihenfolge. Pass auf und mach das, was ich sag. Ich zeig dir, wie es geht. Ich werde dir sagen, was du zum Tor hast. Da hast meine Schmiedezange und mein Hammer. Jetzt sei bereit, sie zu benutzen. Ja, Jesus Christus, da muss ich jetzt erstmal absteigen. Ja, ruhig. Ruhig, Alter, ruhig. Okay, los geht's wieder. Bravey, du pass auf. Erhitze das Eisen im Ofen. Oh Gott, wo ist die Zange? Mein Inventar ist so super voll. Was ist denn das für ein Eier-Ding hier wieder? Erhitze das Eisen im Ofen. Oh Gott, dann laufe ich gleich mal im Kreis. Währenddessen schmeiße ich nochmal ein paar Eier weg. Ich kann sie nicht wegschmeißen. Kann ich sie jetzt wegschmeißen? Kann ich sie wegschmeißen? Ach, mal, ich kann sie hier nicht so wegziehen. Oh, was war da? Oh Gott, ich muss es schmieden. Bam, bam, Hammer. Den Hammer. Boah, war das knapp, Leute. Boah, war das knapp. Wo ist denn der Mülleimer? Ich wollte doch etwas wegwerfen. Ich wollte doch das Ei wegwerfen. Ach, da unten. Ich kenne das von den anderen Spielen, dass man die da... da oben rauszieht. So, was? Ja, okay, hier. Klopf. Bam! 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 Jawollingen. Kühle das Eisen im Water. Mhm. Da brauchst du die Zangen, ne? Oh, das ist so geil. Cold. Jetzt erhitze ich das Eisen wieder im Feuer. Oh ja, es brutzelt gar wunderschön. Bearbeitet das Eisen auf dem Amboss. Jetzt wird es wieder verprügelt. Spam! Bridge! Batsch! Oh, nochmal. Pung. Pichua. Und jetzt? Kühler ist als ein Wasser. Oh ja, jetzt wird's plitschi platsch. Splishy splash. Psch. Geil. So, und jetzt bin ich fertig, oder what? Die schaut frühversprechend aus. Jetzt muss ich das Metall bis morgen ausrühren. Dann machen wir weiter. Es gibt allerdings ein Problem, gell? Das Holz, was du gesammelt hast, ist fast leer. Ja. Geh ich halt neues hin. Ah. Oh. Ja, okay, ich hol neues. Ich habe so viel Scheiß hier dabei. Wieso habe ich denn so viel Zeug dabei? Oh ja, guck mal, die habe ich mir gekauft. Ist sie nicht wunderschön? Ist sie nicht traumhaft schön? Die Satteldecke habe ich mir beim Pferdemarkt gekauft. Ach, ist sie nicht... Wow, Leute. Ist sie nicht so awesome? Ich glaube, sie ist übelst awesome. Oder so. Nee, das macht jetzt keinen Sinn. Das ist schon sehr nice. Habe ich noch einen Pulli? Nichts Gescheites, gell? Ich habe hier nur noch diese... Ich muss mal wieder ein bisschen Sachen zurückbringen. In meinen Stall. Also in meinen Heimatstall. Heimi, sagt man. Gut, Ellie Waterborn und Gloria Candle Valley werden hier im Stittel. Was Pierre da? Pierre läuft. Gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg nach Weile. Denn wenn wir in Weile angekommen sind, da wartet nochmal Holz auf uns. Also die östliche Seite. Ich muss mich nochmal entschuldigen. Ich habe euch in der einen Folge, glaube ich, ganz schön genervt. Aber ich meine, wie kann man denn auch Westen und Osten verwechseln? Oh, Jesus Christus. Kennt ihr das? Kennt ihr diesen Packy-Moment? Wenn einfach nur alles total komisch ist und ihr Westen mit Osten Ochsen. Wenn ihr Westen mit Ochsen verwechselt.
und Pia Westgarden mitten auf der Koppel steht. Das ist so ein Peggy-Moment. Hallo Pia. Ich bin Peggy. Unsere beide Vornamen gehen mit P los. Das hier ist Ellie. Das ist fast auch wie ein P, nur anders. Und das hier ist Gloria. Die hat gar kein P im Namen. Aber das ist auch okay. Wir gehen dann mal weiter. Tschüss, Pia. War schön, mit dir sich unterhalten zu haben. Etwas einseitig zwar, aber dennoch ganz schön. Man muss immer so ein bisschen Kommunikation machen. Kommunikation machen ist sehr wichtig. Ich wollte jetzt fast schon wieder auf der westlichen Seite lang reiten. Aber halt eben nur fast. Wir gehen jetzt auf die östliche Seite des Silversong-Flusses und sammeln da mal ein bisschen Holz. Und dann kehren wir zurück zu Conready. Und wie er uns schon angedroht hat, müssen wir wahrscheinlich warten bis morgen. Diese Musik passt überhaupt nicht zu meiner super müden Stimmung. Das ist eher so, so die einen machen so Party. Yeah, yeah. Und Peggy nur so, schlafen. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Nee, aber manchmal hat man doch so einen Moment, oder? Ja, wahrscheinlich, weil die Sonne gerade schon weg ist. Also, ich muss halt extrem lang arbeiten. Und deswegen ist es schon voll spät. Und ich muss Folgen für euch raushauen, weil ich habe ja während der Osterfeiertage konnte ich nicht aufnehmen, nicht so wirklich. Beziehungsweise, nee, nicht so wirklich. Und ja, da ich ja auch noch mit einem Vollzeitjob geplagt bin, also das ist schon okay, ich mag meinen Beruf sehr gerne. Aber ihr merkt das jetzt, ich sage das ja immer wieder ganz gern mal. Deswegen ist das halt bei mir so, dass bei mir halt nur 3 Videos am Tag kommen oder maximal 4 und nicht irgendwie 7 oder 10. Und deswegen komme ich halt auch leider nicht so viel zum Livestream. Also das ist einfach nicht machbar. Also man kann nicht Vollzeit arbeiten und so viele Videos bringen und dann auch noch Livestreamen. Müsst ihr euch mal vorstellen, wann hätte ich denn Zeit zum Livestream? So, sagen wir mal, ich komme um 17 Uhr nach Hause, ja? So, und dann könnte ich Livestreamen. Aber dann würde ich gern noch was essen irgendwie oder so und mich vielleicht duschen und so ein Kram, ja? Das dauert dann auch wieder. Oder ich nehme gleich auf, wenn ich kein Material habe. Und bin noch erstmal ein bisschen fertig, so. Ja, und dann ist es schon gleich wieder 6, 7. Und dann hätte ich auch noch mal gern so ein bisschen Freizeit. Man muss vielleicht auch nochmal so ein bisschen Sport machen und so. Und ja, so Haushaltsgedöns und so. Und dann, die Videos stellen sich meistens automatisch öffentlich am Vormittag, also in der Früh. Das muss ich nicht selber machen, aber ich muss dann es kommt immer darauf an, wie weit ich das vorbereitet habe, also dass ich die Videos automatisch öffentlich stellen. Ja, aber ich muss ja dann trotzdem aufnehmen, weil ich muss für Nachschub sorgen. Und dann noch zu streamen, schaffe ich in den seltensten Fällen. Also ich würde auch wirklich, also Leute mal ganz ernsthaft, ich würde gerne jeden Tag 10 Folgen für euch hochladen und noch 3 Stunden mit euch streamen. Das würde ich sehr gerne, aber das kriege ich einfach zeitlich nicht hin. Und das kriegt niemand hin, der arbeiten geht. Und so, also... Seid mir nicht böse, liebe Leute, wenn das nicht passiert. Ich krieg oft dann mal so Nachrichten. Ja, wann kommt mal wieder das, mal kommt wieder das und so. Und es tut mir leid, ich komme einfach nicht zum Aufnehmen. Also ich kann nicht immer alles aufnehmen und ich kann nicht immer alles vorbereitet haben. Und wenn ich zum Beispiel mal frei habe und so, dann habe ich auch nicht immer Zeit, dass ich das dann 100% nur fürs Aufnehmen oder so verwende, weil ich ja auch mal so ein bisschen Ruhe haben möchte und irgendwie so für mein Privatleben und Freunde und so weiter. Das nimmt auch Zeit in Anspruch, weil das ja auch gepflegt werden will. Joa. Ne? Und so ist das halt. Also seid da nicht irgendwie traurig, wenn die Folgen nicht so schnell kommen, wie ihr wollt. Aber seid ihr meistens auch nicht. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Was ich mir so vorstelle, ich würde gern viel mehr machen. Ich würde vor allem viel mehr Livestream, weil Livestream macht total Spaß.
Und ich komme momentan einfach nicht dazu. Es ist einfach richtig doof. Das ist einfach richtig doof. Gut, heute ist es ganz okay, weil ich würde wahrscheinlich eh nur einschlafen beim Dings. Oh, guck mal, das ist Niki. Ich muss mich mal gerade verbeugen. Ja, willkommen zurück auf Server 2. Jetzt bin ich total vom Thema abgekommen. Ja, ich wäre heute sowieso viel zu müde zum Livestream. aber ich würde lieber gerne, das ist genauso wie mit... Ja, Peggy, mach mal ein Fan-Treffen. Ja. Würde ich auch furchtbar gerne und will ich auch und mache ich auch. Bald, wenn ich mal mehr Zeit habe. Okay, weil momentan ist Arbeit sehr, sehr stressig. Und ich komme mit YouTube so gerade so hinterher. Joa. Ich will jetzt nicht rumjammern oder so. Ich jammer ja eigentlich auch nicht. Ich erkläre euch nur so, wie das so aussieht. Und wenn ich jetzt mal wieder ein bisschen mehr Luft habe, dann kommen auch vielleicht wieder ein bisschen mehr Videos. Wobei jetzt sind es immer so 3 bis 4 am Tag. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Wer lädt mich da ein? Gloria, na gut. Und ja, wenn ich wieder mehr Zeit habe, dann will ich auf jeden Fall wieder viel mehr Livestream mit euch und auch Fantreffen machen und so und auch Level-Streams. Das können wir super, super gerne machen. Es hat nur mal so, ich mache ja auch momentan, also ich mache ja immer mal wieder ein bisschen Livestream, aber halt dann erst mal abends, so ab 21 Uhr oder 20 Uhr. Und das ist ja für viele schon relativ spät, ne? Wobei jetzt, wo Ferien sind, ginge das natürlich, aber leider habe ich halt keinen Urlaub, wo Ferien sind. Ja, das ist halt blöd und ja, deswegen lässt sich das leider nicht realisieren. Aber so viel schon mal für euch zum Verständnis, wieso und warum da momentan nicht so super viel kommt. Aber ich meine so, über die Folgen kann sich eigentlich keiner beschweren. Ich finde so 3 Folgen oder 4 ist, also mehr schaffe ich nicht, Leute. Also mehr ist es wirklich mit der Arbeit nicht machbar. Das ist schon das absolut krasseste. Anderweitig müsste ich meinen Job kündigen oder Teilzeit arbeiten oder irgendwas. Oder keine Zeit mehr für irgendwas anderes haben. Also das wäre schon ein bisschen heftig. Würde ich zwar auch alles gerne machen, aber soweit ist es noch nicht. Und von YouTube kann ich halt nur leben, weil das einfach nicht funktioniert. Das ist ja quasi nur so ein kleines Taschengeldchen für mich. Und da steht der Spaß total im Vordergrund. Ja, so ist das nämlich. Aber es sind auch mal so Sachen, über sowas kann man halt in so einem Livestream immer richtig gut quatschen. Ich mache sowas so gern. Also wenn ihr jetzt das Video schaut und denkt so, ah ja, dann guckt doch mal unten in die Videobeschreibung. Da steht auch mein Livestream-Kanal drin. Beide sogar. Ich habe ja 2. Eine für Spiele und einen für Musik. Und den könnt ihr dann folgen und dann könnt ihr mir dann beim Livestream zugucken. Und Livestreams kommen bald auch wieder auf jeden Fall mehr. Da will ich definitiv mehr machen, da habe ich tierisch Bock drauf. Sehr gut, Mandy. Hoffentlich geht uns nicht die Ureiche aus. Vielleicht brauchen wir es in Zukunft für andere Schmiedereien. Der Hufeisen sind allerdings erstmal am wichtigsten. Gut, dann machen wir mal morgen weiter hier mit den oberwichtigen Hufeisen, ne? Ellie und Gloria, wo wart ihr denn? Voll verloren, die 2. Jesus.